Meine Damen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich, jetzt nur noch offiziell in der evangelischen Stadtkirche. Das Glockengeläut geht uns ein, still zu werden und ein wunderbares Konzert zu folgen und zu spüren mit jüdischer Musik der Romantik. Ich bin ganz beeindruckt von der Veranstaltungsreihe des Förderkreises der Weber Synagoge, welche Fülle von Konzerten, Vorträgen und Schulprojekten, Theaterstücken auf die Beine gestellt hat, grenzüberschreitend und für alle Generationen. Im Rahmen dieser Festwochen findet auch das heutige Konzert statt mit dem Orchester. Viele werden sich erinnern, wir haben im Sommer ein Benefizkonzert hier gestaltet. Und ein Teil der Einnahmen ist der Arbeit mit diesem Sinfonieorchester zugute gekommen. Sollten kleine Tutorials erstellt werden, damit auch in der Corona-Zeit den Musikerinnen und Musikern die Stücke beigebracht, vorgespielt werden können. Das ist sehr schön, dass wir heute auch so ein Ergebnis dieser Arbeit hören werden, denn es hat anscheinend auch alles geklappt, dass so eine große Besetzung heute uns mit Musik von Mendelssohn und Leo Weimer erfreut. Ich bin auch sehr froh, dass in diesem Konzert auch die Sorgorgel erklingen darf. Das hätte ich mir auch so nicht nehmen lassen. Wir sind auch sehr gerne Gastgeber dieses Konzertes in diesem schönen Raum mit der schönen Akustik. Ich hoffe, Sie werden das genießen. Ich werde jetzt noch um Grußwort und im Kirchenraum bitten, bevor ich dann mit dem ersten Orgelstück beginne, von Lewandowski, ein jüdischer Komponist, hebräische Weisen. Es ist vielleicht keine so große beeindruckende Musik, aber es ist eine Gebrauchsmusik für die Synagoge und entstanden in einer Zeit, in der auch diese Sauerorgel gebaut wurde, um 1900. Und eignet sich dafür sehr schön, um Farben und Klänge dieses Instrumentes zu zeigen. Dann folgt ein Orchesterstück, dazwischen noch ein ungarischer Komponist, der für Orgel auf der Melodie des aaronitischen Segens hat er einen Chaconne akkomponiert. Und zum krönenden Schluss dann hört sich wieder die Symphonieorchester. Ich danke Ihnen und viel Freude in der Kirche und zu Hause unterwegs, weltweit, wo Sie uns verfolgen. Dankeschön. Besonders der Komposition aus dem 19. Jahrhundert,
Gemahnt aber auch an die Zeit, in der jüdische Kultur eine Hoffnungspol, fruchtbare Symbiose mit der allgemeinen europäischen Kultur eingehen konnte. Bis alles in Entfernung von Hass und Mordlust vernichtet wurde. Freuen Sie sich in der Musik, die gleich erklingen wird. Vergessen Sie aber auch diesen finsteren Hintergrund. Grußwort und dann können wir wirklich hier loslegen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Orchestermusik, schätzen Mitwirkende, im Namen des Vereins Förderkreis Alte Synagoge Hebe darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Das ist die 6. von 12 Veranstaltungen im Rahmen eines außergewöhnlichen Musikfestivals. Nicht nur Klezmer, jüdische Musik von der Romantik bis heute. Die der Förderkreis Alte Synagoge Hebe organisiert hat. Seit 1700 Jahren gibt es nachweislich jüdisches Leben in Deutschland. Ich betone jüdisches Leben, denn der Vernichtungsfeldzug der Nazis und ihrer Helfer gegen alles, was jüdisch ist, kann und darf nicht das letzte Wort gewesen sein. Mit großzügiger Unterstützung der Kulturstiftung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und weiterer lokaler und regionaler Sponsoren und unseres Förderkreises Alte Synagoge Hebe wurde dieser Konzertabend möglich. Machen Sie sich also mit mir auf die akustische Spurensuche jüdischen Lebens in der Musik. Seien Sie gespannt und neugierig auf die Beiträge des Aurelio Musikorchesters unter Leitung von Michael Rhein und begleitet ihn durch Dr. Tamás Zötzsch an der Sauerau. Viel Vergnügen.
Abend, meine Damen und Herren, auch von der Regio-Orchester herzlich willkommen zu diesem besonderen Konzert, zu diesem besonderen Anlass. Wir haben Sie zwei Werke ausgewählt, denen gemeinsam ist, dass sie von einem Komponisten geschrieben sind, aus einer jüdischen Familie. Es ist Ihnen außerdem gemeinsam, dass der Komponist ungefähr 20 Jahre alt war, als diese Werke entstanden. Das eine, den Sie vermutlich kennen, das ist sehr bekannt, von Felix Mendelssohn Bartholdy, die Hebriden-Ouvertüre. Das andere ist hoffentlich für Sie eine Entdeckung, die Serenade für kleines Orchester Opus 3 des ungarisch-jüdischen Felix Mendelssohn Bartholdy entstammt einer Bankiersfamilie aus Berlin. Insoweit hatte er eine nicht nur sorgenfreie Kindheit, sondern er genoss auch ein Erziehung, der sehr viel Wert gelegt wurde auf alle Kunstformen. Er war nicht nur ein natürlich begnadeter Komponist, Pianist und Dirigent, sondern auch ein sehr guter Maler. Er hat eine Anzahl Studienreisen unternommen in jungen Jahren, zum Beispiel nach Italien oder eben nach Großbritannien, wo er nach Schottland reiste mit einem Freund, und zwar zur Inspiration der Hebriden. Und dort ist also die Inspiration für diese Ouvertüre entstanden. Es ist aber nicht nur so, dass er ein Musikstück darüber geschrieben hat, sondern Sie können auch eine Zeichnung von Mendelssohn finden über die Insel, um die es geht, die Insel Staffa. Ich will noch nicht mehr verraten. Wer da mehr Interesse hat, der schaue selber nach, was mit dieser Insel auf sich hat. Es ergibt sich keine vulkanischen Ursprungs und es hat eine große Besonderheit, nämlich eine Höhle. Und hier hört man im Festland, wenn der Wind durchpfeift. Und in dieser Ouvertüre kann man sie auch hören, ganz am Schluss, wenn sozusagen der Wellengang am höchsten ist. Ich wünsche Ihnen viel Glück.
große Rolle gespielt hat im ungarischen Musikleben überhaupt. Er war schon sehr früh Professor für Musiktheorie, Komposition, auch Kammermusik und hat sehr viele große ungarische Musiker, deren Namen Ihnen möglicherweise noch etwas sagen, zum Beispiel der Dirigent Georg Scholti oder Anta Doherty, Pianist Gesa Anger, der Cellist Jan Starker und so weiter und so fort, alle im Unterricht gehabt. Und er ist aber nicht so weit gegangen wie sein Landsmann und Zeitgenosse Bela Bartok, der die ungarische Folklore als ein Material genommen hat, um seine musikalische Sprache vollkommen zu verändern. Das Werk, was Sie jetzt hören, ist sehr wohl noch basierend auf der musikalischen Sprache des 19. Jahrhunderts. Das ist äußerst charmant und es ist gemacht so, dass eigentlich alle Orchesterinstrumente ihren Auftritt haben. Sehr oft auch, Sie sehen ja im Orchester, die Holzblasinstrumente sitzen hier paarweise. Es gibt ein Orchester, eine zweite Flöte, eine erste, zweite Oboe und so fort. Und die Art und Weise, wie einer das orchestriert hat, zeigt das sehr schön. Der dritte Satz, ein Variationssatz, der gibt dann den Solo-Bläsern Gelegenheit, jeweils ihre eigene Variation zu spielen. Es sind vier Sätze. Das Scherzo steht ungewöhnlicherweise an der zweiten Stelle. Es ist ungefähr 20 bis 25 Minuten Musik, also eine kleine, übersichtliche und trotzdem sehr spannende Symphonie. Viel Vergnügen.
Thank you.